Du überlegst, dich selbstständig zu machen, hast aber noch zu wenig Eigenkapital zur Verfügung? Dann werde ich dir in diesem Video einige Wege zeigen, wie du auch mit wenig oder sogar keinem Eigenkapital dich selbstständig machen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Gründer der X-Group und einiger anderer Unternehmen. Und da ich selbst als Gründer einmal gestartet bin, aus der Arbeitslosigkeit, weiß ich genau, wie es sich anfühlt, auch mit wenig Eigenkapital ausgestattet zu sein. Natürlich ist es besser, wenn du große Vorhaben, wenn du große Projekte hast, wenn du lieber unabhängig starten willst, mit viel Eigenkapital zu starten. Aber manchmal lässt sich das nicht ändern und deshalb zeige ich dir diese Wege, wie du mit wenig oder keinem Eigenkapital starten kannst. Fangen wir nur mit dem ersten Punkt an, wenn du gar kein Eigenkapital zur Verfügung hast. Vielleicht in der Worst-Case-Situation steckst und beim Jobcenter ALG II, also Hartz IV, beantragen musstest. Selbst dann kannst du über das Jobcenter Gelder, finanzielle Mittel für deine Gründung bekommen. Sobald du also einen aktiven ALG II Bescheid hast, wo ein Minimum an Zuschüssen für deine privaten Lebenshaltungskosten abgebildet sind, hast du das Recht auf Antragstellung nach § 16c SGB II. Wenn also alle sogenannten vorrangigen Stellen, das können Geschäftsbanken sein, das können aber auch Landesbanken oder Fördermittelbanken sein, wenn all diese vorrangigen Stellen deine Anträge abgelehnt haben, dann ist das Jobcenter in der Situation, dass es deinen Antrag auf Leistung zur Eingliederung von Selbstständigen prüfen muss. Es muss zwar nicht bewilligen, aber als letzte nachrangige Stelle kann das Jobcenter dir diese Finanzierungsmittel für deine Gründung auch zur Verfügung stellen. Denn das Jobcenter hat kein Interesse, dass du die nächsten 15, 20, 30 Jahre ALG II weiter Empfänger auf der Liste bist, sondern das Jobcenter möchte dich so schnell wie möglich loswerden. Und wenn du ein plausibles Konzept abbildest, kann das Jobcenter mindestens 5.000 Euro Zuschüsse bewilligen und weitere 15, sogar bis 20.000. Nach oben gibt es keine Grenze mehr an Mitteln als Betriebsmittel, die du als Darlehen dann bekommst. Bei der zweiten Möglichkeit spreche ich aus meiner eigenen Erfahrung, denn als Beamter hatte ich keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld und musste praktisch mit Nebenerwerbstätigkeiten meine laufenden und Gründungskosten selbst tragen und Zug um Zug mein Unternehmen aufbauen. Und je erfolgreicher meine Unternehmung war, also je mehr Umsätze und Gewinne produziert worden sind, desto mehr konnte ich meine Angestellten oder sonstigen Nebentätigkeiten herunterfahren. Die dritte Möglichkeit, die dir zur Verfügung steht, wenn du wenig Eigenkapital oder sogar gar kein Eigenkapital hast, sind Mikrokredite. Mikrokredite werden in der Regel zu 50% zur Verfügung gestellt von deinem Bundesland, in dem du wohnst, und die anderen 50% werden von der EU, also von der Europäischen Union, zur Verfügung gestellt. Unsere Erfahrung bei vielen hundert Antragstellungen ist, dass diese Kredite bis 25.000 Euro für normale Geschäftsmodelle auch dann zur Verfügung gestellt werden, wenn wenig oder sogar kein Eigenkapital vorhanden ist. Und hast du technologieaffine Geschäftsideen, dann ist es sogar teilweise in einigen Bundesländern möglich, bis 50.000 Euro zu erhalten. Die Antragstellung erfolgt in der Regel über deine Landesbank. Und dies auch noch vereinfacht, aber du brauchst einen Finanzplan und einen Businessplan. Und dabei helfen wir dir gerne weiter. Der vierte Weg, den du wählen kannst, um mit wenig oder keinem Eigenkapital zu starten, ist der Weg über Investoren. Das bedeutet also, entweder du hast Privatinvestoren, die neben ihren traditionellen Finanzanlagen in Immobilien oder Kapitalmarktprodukten jetzt auch den Weg an Unternehmensbeteiligung gehen wollen, um vielleicht den großen Wurf zu starten. Es können aber auch strategische Investoren sein, also Unternehmen, die einfach sich ein Startup einkaufen wollen oder die neue Absatzkanäle suchen. Es können aber auch institutionelle Anleger sein oder es können sogar Fonds sein, wo also Management Gelder anderer Menschen verwaltet und du vielleicht ein ertragreiches, lukratives Vorhaben bietest. Und die Investorentypen unterscheiden sich in zwei große Interessensgebiete. Das eine Interessensgebiet ist, mit möglichst viel Geld, möglichst viel Gewinn oder Erlös zu machen in einer Exit-Strategie. Das sind die strategischen, finanziellen Investoren. Es gibt aber auch welche, die beteiligen sich mit Geld und mit Know-how und mit Zeit. Und die bringen entweder viel Erfahrung mit, weil sie selbst Unternehmer waren oder sind, oder die bringen viele interessante Kanäle mit, die sie aus anderen Unternehmen schon aufgebaut haben, oder sie haben viele Geschäftskontakte, eine gute Reputation, die dir helfen, Türen zu öffnen, die sonst verschlossen blieben. Es gibt online inzwischen nicht nur Partnervermittlungsbörsen, sondern auch Investorenvermittlungsbörsen. Zum Beispiel gibt es den Centurio Club unter der Webseite www.centurio-club.com.
Dort kannst du dich als Startup mit deinem Konzept bewerben und auf der anderen Seite bewerben sich dort Investoren. Und der Centurio Club hat die Aufgabe, euch einander vorzustellen und beim Matchen zu unterstützen. Ein weiterer Weg, größere Vorhaben zu finanzieren, wenn du wenig Eigenkapital, zum Beispiel bis 10.000 Euro hast, ist das KfW-Startgeld. Denn das KfW-Startgeld ist ein subventioniertes Förderprogramm, was von der Europäischen Union über die KfW-Mittelstandsbank dir zur Verfügung gestellt wird. Woher kommt nun der Faktor 4 bis 5? Nun, wenn du auf der Startseite der KfW nachschaust, wird diese dir schreiben, dass du kein Eigenkapital bräuchtest. Allerdings ist es so, dass du nicht direkt bei der KfW deinen Antrag stellen kannst, sondern eingeladen bist, den Weg über die Hausbank, also über eine Hausbank wie Sparkasse, Volksbank, Commerzbank, Deutsche Bank, deinen Antrag einzureichen. Und diese Banken wollen in der Regel ein wenig Eigenkapital sehen. Unsere Erfahrung ist irgendwas zwischen 10-20%. Das heißt, wenn du also 10.000 Euro hast, kannst du mal 4 oder 5 deinen Gesamtkapitalbedarf berechnen. Und die restlichen 50.000 zum Beispiel könntest du dann über das KfW-Startgeld beantragen. Wenn du noch größere Beträge brauchst, aber wenig Eigenkapital brauchst, kannst du auch einen Mix zusammensetzen. Das bedeutet, du kennst auf der einen Seite deinen Gesamtkapitalbedarf, also die Mischung zwischen Investitionen und Betriebsmittel, und auf der anderen Seite wird auch auf der Seite der Finanzierungsmittel ein Mix erzeugt. Und dieser Mix kann wie folgt aussehen. Wenn du also beispielsweise wenig Eigenkapital hast, dann wissen wir schon, kannst du dein Eigenkapital strecken oder erweitern um Investorenkapital. Das bedeutet aber auf der anderen Seite für dich, dass du Unternehmensanteile abgibst. Wenn du aber vor der Investorenbeteiligung noch Anträge stellst, dann können entweder die Investoren 20% von ihrer Beteiligung zurückbekommen oder es gibt auch andere Programme, wo du das Gleiche nochmal hinzubekommst, was die Investoren in dein Unternehmen hineingegeben haben. Zusätzlich kannst du dann die Finanzierungsmittelbeschaffung erweitern um Mezzaninprodukte oder Mezzaninprodukte auch gesprochen. Das sind bestimmte Förderinstrumente, die eigentlich Darlehen sind, aber vom Charakter her wie Eigenkapital betrachtet werden, weil der Fördermittelgeber mit seiner Forderung in den letzten Rang tritt, also wie ein Gesellschafter einen Rangrücktritt erklärt und das wird dann wie Eigenkapital behandelt. Und eine weitere Möglichkeit ist, dass du Mittel für deine Unternehmensgründung bekommst, indem du Wandeldarlehen abbildest. Nun, ein Wandeldarlehen ist zunächst ein echtes Darlehen, wo aber die Möglichkeit oder die Option vertraglich festgelegt ist, dass diese Mittel in 3 oder 5 Jahren umgewandelt werden zu einer Beteiligung. Das heißt, aus deinem Kreditgeber wird ein Gesellschafter. Zum Thema Wandeldarlehen findest du unter dem Video einen Link. Dort kannst du dich genau über die Vorteile und über den Ablauf und über die Wege zu einem Wandeldarlehen informieren. Weiterhin gibt es darüber hinaus noch die sogenannte Projektförderung. Das bedeutet, wenn du ein Patent anmelden möchtest oder wenn du einen Messestand aufbauen willst oder andere kleinere Vorhaben hast, dann kannst du für diese kleinen Projekte und Förderungen auch noch Mittel beantragen. In der Regel gibt es dort entweder subventionierte Darlehen oder sogar Zuschüsse zwischen 50 und manchmal sogar bis 100% der Aufwendung. Die Mehrheit der Wege zur Kapitalbeschaffung haben aber auch eine große Gemeinsamkeit. Denn die Menschen, die dir das Geld anvertrauen, wollen wissen, dass du einen Plan hast, ein Konzept hast, dass du ein Ziel hast und dass du auch weißt, wie du dorthin kommst. Und das wird nicht nur in einem Businessplan oder Textplan oder Canvasplan abgebildet, sondern vielmehr in einem soliden Finanzplan. Der muss vollständig sein, der muss plausibel sein und der Geldgeber, wenn er dir Kredite zur Verfügung stellt, muss sehen, dass du auch die Zinskosten tragen kannst und später auch die Tilgung abbilden kannst. Und der Investor will sehen, dass dein Unternehmen gut anläuft, gut wächst, an Gewinnen, an Umsatz zunimmt und damit auch an Wert, damit der Exit-Erlös dann irgendwann auch absehbar und ausrechenbar wird. Und wir haben uns als X-Group darauf spezialisiert, dich dabei zu unterstützen, genau diese Finanzpläne, Canvaspläne, Businesspläne, Kreditanträge, aber auch Investoren-Pitch-Decks zu erstellen. Deshalb laden wir dich ein, nicht nur Gebrauch zu machen von diesen ganzen Fördermitteln, sondern auch von solchen Förderprogrammen, die dir bis zu 100% der Beratungskosten auch subventionieren. Entweder geht das, wenn du im ALG 1 oder 2 Modus bist, also einen aktiven Bescheid hast, dann kannst du einen Beratungsgutschein mit dem Namen AVGS, also Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein, beantragen. Solltest du dieses Recht nicht haben, dann gibt es als normaler Gründer im Haupt- oder Nebenerwerb die Möglichkeit der Antragstellung über die BAFA. Und die BAFA
hat spezielle Beratungsförderprogramme ab 50% Förderung. Wenn du also zurzeit noch nicht mit einem ordentlichen Paket an Finanzmitteln ausgestattet bist, besteht dennoch die Möglichkeit für dich auch, deinen Weg im Nebenerwerb oder im Vollerwerb in die Selbstständigkeit zu gehen. Und du bist jetzt eingeladen, wenn dir das Video gefallen hat, nicht nur Daumen hoch zu machen und den Kanal zu abonnieren, sondern vor allen Dingen auch von einem kostenfreien Erstgespräch Gebrauch zu machen. Wir als X-Group beraten dich in einer kurzen Zeit zunächst kostenlos, um zu wissen, welche Möglichkeiten gibt es, und wir begleiten dich auch bei der Antragstellung, wenn du Zuschüsse zu deinem Beratungsauftrag für uns auch beantragen willst. Ich lade dich also nun ein, buche den Termin, like den Kanal und bewerte das Video mit Daumen hoch, und ich wünsche dir viel Erfolg bei deiner Gründung.